Jo, Osterhasi. Osterhasi hat mir was mitgebracht. Ja, geht mal wieder um was anderes. Also in diesem Verfahren hier habe ich mach mal ein Bild rein, MCS gemacht mit einem besonderen Filament, um das in Alu zu gießen. Nicht funktioniert. Also war die Sache, kann man das mit Harz füllen oder so? Wie sieht das dann aus? Die ganze Geschichte habe ich hier jetzt mal gemacht gehabt. Das Harz ist hart geworden. Bing, 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 bing. Und das müssen wir jetzt mal auspacken. Und ich hoffe, das ist was geworden. Sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Also da das Harz in Gips eingegossen, damit das da nicht rauskommt hin und her, Knete, die vorher ummantelt. Tja, schauen wir mal, was raus geworden ist. Öffnen. So, Safety first, wie immer. Gucken wir mal, dass wir das Teil rausbekommen. Ich habe gedacht, nimmst du Tüte, kannst du das da einfach wieder rausziehen, aber irgendwie wollte der glaube ich nicht so. Ah, doch, geht doch. Oh, hier ist noch eine achte Stahlkugel. Gibt es auf jeden Fall hart. Offen. Da ist die Knete. Hier ist das Teil mit Knete eingepackt. Ich muss sagen, die Knete ist voll weich geworden. Komische Knete. So, da die Knete weg und hier ist eigentlich das Harz. Kommt hier raus. Kommt raus. So, jetzt muss die ganze Schmodderpampe da bloß ab. Und ich hatte mir vorgestellt gehabt, aber hier sieht man die Knete jetzt da noch, dass da jetzt das Harz drin ist. Und ich glaube, die Knete ist zu weit da reingelaufen. Ich glaube, ich gehe mal unter Wasser und mach das mal weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Knete war vorher absolut. So wie hier. Oh, wir sehen uns gleich wieder. Hier sind wir wieder. Mal ein bisschen Wasser geholt. Schon mal angefangen, das ganze Ding etwas davon zu befreien. Meine große Befürchtung ist, dass das Harz gar nicht bis darunter gelaufen ist. War kein richtig dolles Harz, war eins mal wieder, was man so da hat, also was ich so da habe. Aus dem Baubereich, so einen großen Kanister, war nur ein Versuch. Ich werde die ganze Geschichte mal unserem Hartspezialisten Knallfrosch geben, dass der damit rumspielen kann und hoffe, dass das da rauskommt, weil mit so einer Gitterstruktur da außen rum und dann mit einem gescheit eingefärbten Harz, eingefärbt mit Druckertinte, könnte die ganze Geschichte was werden. Ja, die Knete ging zu weit rein. Hier ist jetzt kein Harz hingelaufen. Da sieht man, ist was ausgetreten. Das Teil habe ich genommen, weil es war hier eh abgerissen. Das Ding war kaputt. Ist auch gar nicht stabil, bewegt sich. Ich guck mal, dass ich unter Fliesenwasser weiter abbekomme. Naja, ein Versuch. So, ich habe mich mal ins Nagelstudio zurückgezogen und festgestellt, wenn ihr jetzt den Bereich da anguckt, so war's und habe das mal gefüllt. So sollte es eigentlich gleich rauskommen von meiner Idee her, aber ihr seht hier unten, da. Das ist Harz gar nicht durchgelaufen. Wie gesagt, Versuch. Deswegen hier oben auch noch so und die war da eh durchgebrochen. Hier ist das eingefärbte Harz.
ich da reingeschüttet habe. Hier zwar nur Lüftungskanal, da zwar nur Lüftungskanal gemacht, weil die war ja so da drin. Ja, aber so könnte sowas rauskommen. Hoffe ich. Und da gibt es, wenn ich mich hier umgucke, ich darf mich hier gar nicht umgucken, da gibt es nur so tolle Sachen. Also das hier ist eine Folie, die man teilbereichmäßig draufkleben kann. Ganz tolle Farben und Glitzerzeug und im Nagelstudio kann man nicht nur nageln. Auch viel Scheiß machen. Macht's gut. Hier noch mal ein bisschen mit Farbe rumgespielt. Also Farbe heißt hier und dann kommt es zum Aushärten hier in die UV-Lampe rein und die leuchtet dann so richtig toll. Hier ist verschiedene. Da, Mikus Neo Pink. Gelbes, ein rotes. Ganz da oben ein grünes. Sieht man nicht. Also, wenn man es gescheit machen würde, ich glaube, es hätte es was. Man müsste bloß das Harz richtig da reinkriegen und klar, dünnflüssigeres Harz wird gehen. Versuch.